Göre. Ein Ruhrpottwort? Nee, was hast du denn geglaubt? Das Wort Göre ist schon lange unterwegs im Sprachgebrauch, aber ist kein Ruhrpottwort. Auch wenn der Opa nebenan zum ungezogenen Blach weiblicher Natur rumkrakelt, dass die Göre sich verziehen soll, weil sie sich weigert, dem Opa einen Sitzplatz in der Straßenbahn freizumachen. Das ist schließlich doch kein kurzer Weg vom Bergmannshall nach Gelsenkirchen-Mitte vorbei an einem Schalker Stadion. Auch wenn er höflich fragt. Heutzutage kriegt so ein alter Mann dann gleich zurückgebrüllt. Was willst du, alter Sack, ey? Freundliche Konversation ist anders. Da hat der Alte eben heutzutage nichts mehr zu melden. Weiß Bescheid. Die Gören sind eben selbstbewusster heute. Und wie heißt das nochmal? Emanzipiert. Richtig. So eine Emanze. Mit der willst du das lieber nicht aufnehmen. Die haut dich unangespitzt wortwörtlich in den Boden. Aber vielleicht hilft das dem alten Mann bei der Konversation ja, wenn er bisschen wat Geschichtliches zum Wort raushaut, so dass die Göre doof aus der Wäsche guckt und emanzipatorisch, wörtlich, technisch die Spucke wegbleibt. So wie ungefähr wie dat, was ich jetzt mitteile zur Erklärung des Wortes. Musst du nur vorher auswendig lernen, wie früher die Glocken vom Schiller, weiß Bescheid. Hör mal, du Göre, kannst du mir als alten Mann nicht mal einen Platz anbieten? Ich soll nicht beleidigend werden. Pass mal auf, denn Göre ist ja nicht unbedingt beleidigend. Ich klär dich mal auf. Göre, da weißt du, dass du aus dem 16. Jahrhundert ungefähr kommst. Das ist ein Wort, was von Gorak abstammt, was sogar noch älter ist. Nämlich aus dem 9. Jahrhundert, aus dem Althochdeutschen, was so viel wie gering oder armselig heißt. Später gab es das immer noch im Mittelhochdeutschen als gurig. Gurig, sagt man, was nicht gäriges Bier, obwohl es schon naheliegt. Denn wenn du drüber nachdenkst, gärt das schon in so eine Göre. Reg dich nicht auf. Ich verklär dir das ja nur. Also gurig ist ein Wort für die Kleine. Die Kleine. Das hat man also für kleine Mädchen gesagt, so bis zum 16. Jahrhundert etwa. Du, die waren eh alle klein, muss ich wissen. Da war die Ernährung nicht so reichhaltig mit Vitamine und Fleisch und so wie heute. Da waren die höchstens 1,50 Meter, so wie du. Weil du siehst ja, zumindest ist das von der Höhe her. Deswegen hieß der Kaiser Karl, kennst ja, der hieß ja groß, weil der knapp alle 2 Meter kam. Das war schon ungewöhnlich damals. Aber der war ja Kaiser. Der konnte als Blach ja futtern, was er wollte. Das konnte so ein kleines Mädchen ja nicht. Und Musa kann auch Feld und Früchte sammeln und so, weiß Bescheid. Sei doch nicht so geduldig. Jetzt kommt es ja. Es gab ja auch noch die Abwandlung. Goritz für mager. Und im Westfälischen, wo wir ja so westlich von wohnen im Pott, und auch im Rheinischen, wo wir so östlich von wohnen, da haben die Leute da das mit einem J verkleidet. Etwa so Jörich oder Jurig heißt aber immer noch kleines, armseliges Wesen. Nein, nein, das heißt noch nicht Göre. Das kommt ja jetzt, pass auf. Da ist so ein Wort aufgetaucht, was Gure hieß. So in etwa das 13. Jahrhundert aus dem Mittelhochdeutschen. Das hat sich dann wohl im Niederdeutschen, was so nördlich in Deutschland bis nach Holland so hingesprochen wurde, in Göre umgewandelt. So kommt das, was sie wissen muss. Ja, da spanne ich dich auf Folter, was Gure heißt. Das ist ja das Spannende. Also,
Augen und Ohren auf. Gurre steht für schlechte Stute. Jetzt komm mal runter, siehst du aus wie ein Pferd. Na also. Ach, du liebst Pferde. Na, dann ist das doch nicht so schlimm. Denn im Mittelalter sind die weiblichen Pferde nicht so beliebt, wenn sie nicht gebären. Das ist für Bauern oder auch Ritter, die jeweils Pferde für die Feldarbeit oder Soldaten brauchte, keine gute Sache. Wenn die Frauen zu Hause... Na, du musst wissen, dass die Männer früher das Sagen hatten. Naja, wenn die Frauen rumgezickt haben, so wie du, also faul oder schlecht fürs Gemüt, verzogen, unfugtreibend waren, dann waren das auch Guren. Das ist ja meist so, wenn sie in der Pubertät sind auch. Ne? Keine Angst, hatte meine auch. Du willst nicht wissen, wie ich mich früher benommen habe, als ich 14 bis 16 war. So wie du jetzt hier. Aus dem Wort Gurre, Gurre für schlechte Stute, hat sich das in der Männerwelt durchgesetzt, die verzogene Mädels als Göre dann zu bezeichnen. Jetzt mal ruhig, Braune. Ich habe dich doch nicht als Göre bezeichnet. Nein, ich will dir das doch nur erklären. Eine Minute noch. Denn es kommt jetzt was Besonderes. Denn wenn du dich mal zu was Besonderem entwickeln tust, dann wirst du vielleicht so eine Grande Dame wie die Franziska zu Reventlow. Was Grande Dame ist, das ist aus dem Französischen. Heißt so viel wie große Frau übersetzt. Moment mal, Klugscheißer bin ich nicht. Hab mich einfach so schlau gemacht. Bist du nicht neugierig, wer die Grande Dame war, also die Franziska von und zu? Also, die Franziska zu Reventlow war eine selbstbewusste, kesse und abgebrühte junge Frau. Die hat Bücher geschrieben, Romane und Bühnenstücke, die vor allem im Berliner Milieu spielten. Keine Ahnung, ob du da noch einen Roman von der kriegst. Da musst du in eine Buchhandlung oder im, wie man so schön sagt, Internet googeln. Also, die Romane und Stücke von der spielten in den wilden 1920er und 1930er Jahren, als nach dem großen Ersten Weltkrieg die Frauen alle selbstbewusster wurden, weil die an der Heimatfront überall ran mussten. Die Männer waren im Krieg. Die wurden Schaffner, schraubten Bomben zusammen an der Werkbank, wurden Apothekerinnen und die ersten studierten besondere Fächer wie Medizin und eröffneten Hotels oder eine Bank. Bevor da die Nazis kamen, war da für Frauen schon ein Weg offen nach oben. Und dann sollten die nur noch gebären. Für den Krieg, für den Nächsten. Aber ich komme vom Thema ab. Ist ja schon lange her. Also, die spielten die Romane und die Stücke da im Berliner Milieu der Mittelschicht und ärmeren Proletariats. Was Proletariat ist? Na, hast du nicht in der Schule zugehört? Die Proleten waren die Arbeitsklasse, die Arbeiterklasse. Und die Mittelschicht, kennt's ja, eher die Angestellten und Kleinbürger, die ein gemütliches Zuhause wollten. Da gab es dann schon mal Reibereien zwischen die, wenn sie zusammen an der Theke standen, weil die einen wollten eben regieren, während die Mittelschicht eher regiert werden wollte. Aber nicht vom Proleten, deswegen ja. Ja, ich soll auf den Punkt kommen, ich weiß. Du musst auf jeden Fall noch von einer Bescheid wissen. Claire Waldorf. Du, die kam echt von hier. Die ist geboren bei dir um die Ecke in Gelsenkirchen 1884 als Claire Wortmann. Nein, die lebt nicht mehr. Die hättest du gern kennengelernt, klar. Die ist alt geworden, aber starb 1957 in Bad Reichenhall. Keine Ahnung, ob die da zu viel Kurwasser gesoffen hat. Aber
Was wichtig ist, ist, dass die eine Volkssängerin der Kleinkunst wurde. Sie war deutsche Interpretin verschiedener Genres, also vom Proletentum bis Großbürgerschaft. Und die Texte waren zum Beispiel von Kurt Tucholsky und Eduard Künicke. Das sind nur zwei berühmte Persönlichkeiten aus der Zeit mit treffenden Vertonungen. Da war ja damals so vulkanischer Umtrieb in Wort und Ton. Und wenn du goldene Göre werden willst, dann musst du wissen, dass die seit 2003 das Deutsche Kinderhilfswerk als Preis verleiht. Das ist einer der höchst dotierten Preise, für wenn du dich da für Kinder- und Jugendbeteiligung beteiligst. Was man da machen muss, da gehst du mal schön brav googeln. Dann tust du ein gutes Werk für deine Altersklasse und kriegst noch einen Preis dafür, du Göre. Geht doch. Danke dir für den Platz. Aber jetzt muss ich leider aussteigen aus der Straßenbahn. Denk mal drüber nach. Wenn du nächstes Mal einen alten Sack wie mir keinen Platz in der Straßenbahn anbietest, ich kann im Gegensatz zu dir ja nicht mehr so lange stehen. Und meine Augen können das Daddeln da mit deiner Fingerfertigkeit auch nicht mehr hinkriegen. Ja, danke für die Besserungswünsche. Wenn es noch was wird. Bis nächstes Mal. Und vielleicht lese ich mal was in der Zeitung von dir. Was eine Zeitung ist? Das ist ein längeres Thema. Das erzähle ich dir mal bei der nächsten Fahrt. Jetzt muss ich aber. Tschüss, Chris.